Willkommen zurück, meine Lieben, zu meinem Let's Play Thea The Awakening. Das letzte Mal haben wir schon begonnen, netterweise Dinge zu erforschen. Dieses Mal, warte, nein, ach Gott. Dieses Mal werden wir weitermachen. Ich überlege gerade, ob wir das Spinnennest ausräuchern. Aber ja, wieso nicht? Ja, hier kommt was dazu. Wir können nicht nur kämpfen, wir können auch jagen. Das sollten wir eigentlich gar nicht einmal so schlecht sein, weil Sammler, sammeln wirkt nämlich auch fürs Jagen. Da werdet ihr feststellen, wir haben andere Stats. Jagen hat auch den Vorteil, wenn wir kämpfen und getroffen werden, kriegen wir Wunden und das kann uns umbringen. Beim Jagen kann uns das nicht passieren. Allerdings, der Nachteil beim Jagen ist, wenn wir verlieren, beziehungsweise, nein, Blödsinn, wenn wir gewinnen, gewinnen wir im Normalfall nicht so viele Dinge wie beim Kämpfen. Beginnen wir den Kampf. Ihr seht, wir haben da gleich ganz andere Stats. Viele von denen machen überhaupt keinen Schaden. Das liegt einfach daran, dass sie nicht jagen können. Aber wir haben relativ gut, also, und ihr seht es auch, Andela, die unsere Sammlerin ist, hat den größten Wert hier. Während unsere Kämpfer hier überhaupt keinen Schaden machen. Na, er macht immerhin, er kann auch jagen. Oder sie, keine Ahnung. Ah nein, das ist die Kämpferin, Matiduja. Hier ist, glaube ich, der Jäger oder so irgendwas. Sie ist die Jägerin oder so irgendwas. Jo, bleiben wir so einfach mal. Wir können sie auch reinstellen, um Schaden abzufangen. Aber es sind nur zwei Jagdkarten, das heißt, es wird uns nicht viel passieren. Und wir können verwirren 7, das müssen wir vielleicht gleich machen. Dann kann es keinen Schaden machen. Und was machen wir dann rein? Jo. Oder ihn? Nein, sie. Macht immerhin 6 Schaden. Ja, Gott sei Dank, das ist nicht so stark. Das wollen wir gleich erledigen. Vielleicht. Nein, wenn wir nicht vielleicht gleich erledigen. Bäh. Auch noch rein. Das war dumm, wir hätten sie da vorne hinstellen sollen. Naja, wurscht. Und passt. Ja, ist eh klar. Es ist nie klar, in welche Richtung man angreift. Also man kann entweder nach links oder nach rechts angreifen. Oder der ganz links, der greift natürlich immer nach rechts an. Nee. Aber ist egal, wir haben gewonnen. Passt. So, wir haben auch keinen Schaden gekriegt. Also bei einem richtigen Kampf hätte sie jetzt ganz schön Schaden kriegt. Aber soll sein. So, wir haben zwei Spinnenseide und was haben wir da? Eine Axt. Macht nicht so viel Schaden wie die andere Axt, die wir haben, aber sie ist um einiges leichter. Und sie ist nur einhändig, das heißt, wir können ein Schild dazu nehmen. Vielleicht ist es gar nicht einmal so schlecht, diese Axt. Schauen wir mal. Irgendeiner mit der zweihändigen. Ah, warte mal, wir hatten diese Axt da. Könntest diese Axt nehmen, die ist leichter und macht mehr Schaden. Irre. Irre. So, wir könnten auch zum Beispiel, nein, wir brauchen Holz. Das heißt, wir werden gar nicht Camp machen. Ja, was wir machen
Also, was wir jetzt eh nicht machen können, weil wir keine Bewegungspunkte mehr haben, aber man kann rein theoretisch ein Camp machen. Und wenn man ein Camp hat, dann kann man genauso wie in der Stadt Rohstoffe sammeln, werde ich euch gleich zeigen. So, wie schaut es bei euch aus? Sammelwerkzeuge sind noch nicht fertig, das dauert doch einiges. Herstellungswerkzeuge würde ich auch ganz gerne herstellen, damit er mehr herstellen kann. Ha, 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 ha. Fear is not an easy place to grow up in, Ah, das but haben wir das alas, letzte Mal grow noch up nicht we must. gemacht. One of your children has matured into a young adult and is ready to join your village and rebuild Fear. Gut, wir haben am Anfang, glaube ich, 3 oder 4 Kinder und manchmal werden die zu Erwachsenen. Und ihr seht, wir können uns dann entscheiden, welcher Erwachsener das wird. Also entweder ein Sammler, ein Krieger oder ein Handwerker. Die drei Optionen hat man immer. Je nachdem, welche Gebäude man hat, kann man dann auch noch andere Optionen kriegen. Das heißt, ihr wisst, ihr habt es ja schon gesehen, wir haben auch Jäger noch. Und es gibt noch ein paar andere Berufe auch. Bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, ein Sammler ist gar nicht so schlecht am Anfang. Becoming an adult is an important rite of passage. The whole village celebrates this joyous Naja. occasion. The youngster places a food offering at the altars of their gods, in thanks and in hopes for a good future. Gut, wir kriegen Bedomir und verlieren durch ein Kind. Diesen Bedomir, der ist jetzt da in der Stadt, den werden wir gleich einsetzen. Und zwar, wo setzt man ein? Oh, der hat sogar Sammeln 5. Nicht schlecht. Na dann zum Holz mit dir. Ja, du brauchst noch. Wir werden den Bedomir dann auch gleich ausrüsten versuchen. Haben wir noch irgendwas? Nö. Aber wenn die Gruppe zurückkommt, hat sie wahrscheinlich Waffen dabei und dann kriegt er gleich Ausrüstung auch. Wir werden nämlich dann auch noch einen Sammler oder so mitnehmen in die Gruppe, weil das meiste, was wir sammeln, werden wir nicht in der Hauptstadt, also in unserer Stadt sammeln, weil da können wir ja nur Essen und Holz sammeln. Sondern wir werden das hauptsächlich mit diesen Gruppen da sammeln. Mal daher gehen. Schauen wir mal an, was da You ist. stumble across some ruins of an old city, engulfed in mist and mystery. Ja, You wir search the erforschen. ruins and find an interesting building to explore, but it seems half submerged in water. As you enter, a creature comes out from the waters to attack you. Oh Gott, zu den Waffen. Ein Utopleck, was auch immer. Und drei verwundene Schlangen. Na gut, kämpfen wir mal. Gegen Untote sollte man immer kämpfen. Irgendwie hat der Computer ein Problem mit automatischen Kämpfen gegen Untoten. Und gegen Untote. So. Lassen wir das so, wie es ist. Ich glaube, das ist ganz gut. Behalten und spielen. Ah, wir fangen an. Gut. Fangen wir mit ihr an. Sie hält ganz schön was aus. Sie macht zwar nicht ganz so viel Schaden wie Matidusha, aber auch nicht schlecht. So. Der hält ganz schön was aus. 25 Punkte müssen wir im Schaden machen. Und er teilt 17 Punkte Schaden aus. Am besten wäre es, wenn wir ihn gleich erledigen würden. Wir können jetzt zwei Sachen machen. Wenn ich sie rausbringe, macht sie mal halben Schaden. Das sind 4 oder 5 sogar. Je nachdem, ich weiß nicht, ich glaube, den Giftschaden machen wir, wenn wir jetzt rausgehen, nicht. Ah ja, sie macht außerdem nicht 16, sondern 18 Punkte Schaden, weil da ist auch noch 2 Giftschaden. Hat nur 4 Punkte Schaden gemacht, schade. Das heißt, wir machen 18 Punkte Schaden und dann nochmal 11 Punkte.
Das sollte eigentlich nicht überleben. Gut. So, der hat Gegenangriff 7. Dann könnte man diese Karte da entfernen. Vielleicht machen wir das. Dann kann er nicht mehr angreifen in der ersten Runde. Wir könnten ihn gleich als ersten zuschlagen lassen. Er macht 24 Punkte Schaden, dann wäre der Uto Black gleich hinüber. Oh ja, das machen wir doch glatt. Okay, da hat man den Typen nicht rausholen können. So, machen wir da auch vorstoßen. Mit Bolko. Und wir starten. Das wird wieder ein kurzer und schmerzloser Kampf. Tja, das war's. Ohne dass wir einen Schaden abgekriegt haben. Oh, yes. Rüstung. Monsterschwert. 7 und 5. Nicht schlecht, und das ist nicht gar nicht immer so schlecht. Viel. Oh, Gold. Gold ist nicht schlecht. Schattenrüstung. 17 Rüstung und 3 Abschirmung, aber 300 schwer. Puh. Ob wir das so bald tragen können. Na gut, schauen wir gleich, ob wir das tragen können. Ja, vielleicht. Er könnte diese Schattenrüstung schon tragen. Statt dem, was er jetzt hat. Statt dem, was sie jetzt hat, seinem sie. Ach, Irene. Schwert. Macht zwar um einiges mehr Schaden, aber weniger Abschirmung. Und das Schild könnten wir auch nicht haben, nö. Ein Schwert ist nicht so gut. Aber vielleicht. Eher 7. Weniger Schaden dafür Rüstung. Und um einiges leichter. Machen wir das fast. Ah, das ist nur ein einhändiges Schwert, oder wie? Weißt du, ich kann da noch ein Schild tragen. Ist ja auch besser. Interessant, da steht doch zweihändig. Wieso kannst du es dann mit einer Hand tragen? Ach, vielleicht weil sie Kriegerin ist. Das ist etwas, was mir auch nicht aufgefallen wäre, dass sie das können. So, die Rüstung ist definitiv schwächer. Mhm. Wie schwer ist denn diese Rüstung? 76. Du kannst du diese Rüstung tragen? Ich nehme schon an. Ah nein, doch nicht. Du bist ja urschwach. Was ist mit dir? 76 könnte sich ausgehen. Warte mal, 222, 76, jo. Passt, geht sich gerade so aus. Nilubetsch, du kriegst einen. Was ist das für eine Rüstung? Keine Ahnung. Ausgezeichnet. Mhm. So, wir können uns noch zwei Felder bewegen. Wir gehen einmal daher und dann, das ist die Weide, gell? Und dann werden wir tatsächlich ein Lager errichten. Dann können wir hier sammeln. Wir werden Weiden sammeln. Aber ich werde auch von den Früchten sammeln. Weil wir dann ein wenig Essen kriegen. Mist. Naja, das war abzusehen. So, für wie viele Tage haben wir denn noch Essen? Für 11 und für 5 Tage Feuer. Da zurzeit Tag ist, brauchen wir kein Holz. Das ist okay. Ja, ist uns wurscht. So,
Erst in 3 Tagen haben wir erst die Weiden abgearbeitet oder in 4 Tagen sogar erst. Ja, weiß ich nicht, ob wir das schaffen, ob wir das machen sollten, aber wir fangen mal an damit. Schaut so aus. Nächste Runde Früchte. Übernächste haben wir 7 Weiden. Und wir haben noch 3 Tage Feuerholz. Ah, es wird Nacht. Das ist nicht gut. Wie schaut's aus? Na, okay. Hurra! So, das brechen wir mal ab. Da können wir gleich Holz sammeln. Nö, da hinten können wir Holz sammeln. Und Kohle, das ist ja urcool. Aber wieder nur jagen. Das machen wir automatisch. Seide und ein Schienbeinknüppel. Naja, okay. Ah, verdammt. Ah, die Weiden können wir auch verbrennen. Das will ich zwar nicht, aber immer noch besser als nichts. So, Schilfrohr haben wir gesagt, könnten wir uns auch nehmen. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür wir Schilfrohr brauchen. Holzige Strünke, die aus hohen Gräsern gewonnen werden, haltbarer als Stroh, jedoch weniger flexibel. Vielleicht für Rüstungen. So, ihr könnt wahrscheinlich kein Lager aufschlagen, nö. Aber. Nein, ich will keine neue Expedition. So, gehen wir mal in die Stadt. Schauen wir mal, was wir da noch produzieren können, herstellen können, so. So ein Sammelwerkzeug könnten wir eigentlich mal schauen, was passiert, wenn wir das Schilfrohr da oben einsetzen, statt den Weiden. Nur sammeln 3. Das ist das Schilfrohr besser. Die Weiden sind besser dort. Okay, also da bringt das Schilfrohr mal nichts. Ah, bringt es mehr Forschungspunkte? Nö. Ah, aber es schaut anders aus. 148. Es ist leichter dafür. Achso, nein, Blödsinn. 14. Die sind beide gleich leicht. Es kostet weniger zum Produzieren, es geht schneller zum Produzieren. Okay, bauen wir das aber trotzdem mal. Noch schneller produzieren. Außerdem, wenn wir einen von den Typen, die sammeln, Bedomir zum Beispiel, sowas geben. So, der Bedomir hat jetzt Sammeln 9. Na bitte.
zum Mann da hier stellen und den da hier. So, beides in einem Tag. Gut. Na dann. Nächster Tag. Wow, Stärke für meine Leute. Und Sammeln für die Irina. Ist auch nicht schlecht. Das werden wir wahrscheinlich jetzt eh brauchen, weil wir brauchen Holz. Tarnung in der Stadt. Echt jetzt? Herstellen 2. Wow, nicht schlecht. Und wir machen ein Lager. Und wir sammeln. Und zwar schauen wir mal, dass wir Holz innerhalb von einem Tag sammeln. Haben wir. Und dann können wir Kohle sammeln. Kohle. Kohle dort 5 Tage. Irre. Aber vielleicht nachdem sie fertig ist, wird sie das da oben machen auch. Sie ist doch um einiges besser als die anderen. Das macht das Ganze nicht besser. 73. Gut. Es wird Nacht. Und wir haben wieder für 7 Tage Holz. Ausgezeichnet. Das heißt, wir werden sie wegtun. Sie hintun. Also noch ein. Und noch 3 Tage. Thea is not an easy place to grow up in, but alas, grow up we must. Okay. One of your children has matured into a young adult and is ready to join your village and rebuild Thea. Das ist aber schnell gegangen. Das letzte Mal ist es nicht so schnell gegangen. Okay, wir können einen Heiler nehmen. Becoming an adult is an important rite of passage. The whole village celebrates this joyous occasion. The youngster places a food offering at the altar's. Gut, Herrschaften, wir haben jetzt relativ viele Leute bereits. Ah, verdammt. Wir hätten das Lava gleich einteilen können. Das Lava. Immerhin sammeln 1. Und kommen sie dazu? Oben. Beim Holz. Ja, ihr seht jetzt, wir haben da schon einiges an Leuten. Und wir könnten, also ihr könntet, wenn ihr wollt, unten in die Kommentare schreiben, wer welchen Charakter gerne übernehmen möchte. Und das heißt dann, das nächste Mal werde ich anfangen, einzelne Charaktere umzubenennen. Das heißt, ich werde in dem Spiel immer relativ wenig Folgen im Voraus aufnehmen. Nicht so wie bei Victoria, wo ich extrem viele Folgen im Voraus aufgenommen habe. Ja, außerdem, ich glaube sowieso nicht, dass ich jetzt noch so viel zum Spielen komme wie in den Ferien. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Wir werden das nächste Mal weitermachen. Schauen wir mal, wie es der Expedition geht, bevor wir Schluss machen. Haben die die Kohle schon? Nö, natürlich nicht. Wieso sollten sie auch? Sie haben noch 6 Tage Essen und Heizung. Das wird schon gehen. Im schlimmsten Fall müssen wir nochmal sammeln. Essen und Holz. Bevor wir daheim sind. Ich glaube, das wird sich schon ausgehen. Gut, also wie schon gesagt, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Bis bald.